Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kia Fan Talk heute. Ja, wir haben gerade so ein bisschen auf die Ergebnisse geschaut und wir sind heute ein bisschen weniger hier, aber ich kann es verstehen, bei dem Wetter würde ich auch nicht unbedingt in der Halle bleiben, sondern so schnell wie möglich noch ein paar Strahlen einfangen. Ja, irgendwie so, Jakob, heute natürlich Heimsieg, vollkommen souverän, ungefährdet. Eine mega geile erste Halbzeit bis so 5 Minuten vor der Halbzeit, wo dann Sebastian sich richtig böse verletzt. Was überwiegt im Moment? Die Freude über den Sieg oder die Sorge um deinen Mitspieler? Ja, erstmal guten Abend von meiner Seite. Also klar, dass was ist unser Kopf jetzt ist, ist, wie geht es Basti weiter? Da müssen wir leider abwarten. Er ist ein starker Junge. Egal, was mit ihm passiert ist, dann wird er stark zurückkommen. Ich hoffe persönlich nicht, dass es schlimm ist und glaube auch, dass es nicht schlimm ist. Aber wie du sagst, vielleicht unsere beste erste Halbzeit diese Saison. Und ja, da bin ich mit sehr zufrieden. Da zweite Halbzeit spüren wir auch 4 Spiele innerhalb 2 Wochen und dann läuft die Konzentration ein bisschen ab. Aber Hut ab zu euch. Ihr habt heute wieder eine überragende Stimmung in der Halle gemacht und das freut uns natürlich. Danke, Jakob. Es in der ersten Halbzeit so eine Abwehr, wie deine Jungs gestellt haben, die wünscht man sich als Torwart, oder? Ist das im Moment eine ganz große Stärke von Frisch auf Göppingen, die Abwehr? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir haben eine gute Abwehr heute, war sehr, sehr gut. Erste Halbzeit war fantastisch und mit dieser Abwehr, wir können jemanden in dieser Bundesliga gewinnen. Hier ist auch, wir müssen danken unser Abwehrchef Jakob. Und ja, das ist für Torwart viel, viel besser. Wenn du hast so stark Abwehr, dann du nimmst, was du musst nehmen und danach noch ein paar Bälle und das ist wir mit Abwehr und das funktioniert gut. Ja, ich denke, Jakob, das ist auch so, dass, sag mal, wenn ich dich so aus der Nähe anschaue, was ist da passiert? Bist du jetzt schneller in der Abwehr ohne Bart? Nee, lass mal weg. Jetzt habe ich einen Faden verloren, ja. Hab mich so überrascht gerade. Nee, diese Emotionen, es ist ja nicht umsonst, dass ein Gegner nach 5 Minuten eine Auszeit nimmt, nach 10 nochmal. Ist das so das, was in den letzten Spielen einfach wach geworden ist? Diese Emotionen in der Abwehr erstmal den Grundstein legen für ein Spiel? Also erstmal, das ist, war auch erstes Mal für mich, dass ich sowas erlebt habe, schon nach 10 Minuten 2 Auszeiten von der Gegner. Eine war das uns schon bewusst, dass alles weniger als 100% gegen Frischenheim, dann wird das ein verdammt schwieriges Spiel, weil die kommen, hat nichts zu verlieren und können uns ärgern, wenn wir reingehen, ein bisschen arrogant und denken, zu Hause müssen wir locker gewinnen, dann kriegst du Schwierigkeiten gegen solche Mannschaften und das haben die in der Vergangenheit auch gezeigt. Deswegen war das für uns 100% notwendig, von Anfang an den Tag hinzulegen, zu zeigen, heute gibt es kein Geschenk in Frischauf und wir behalten die 2 Punkte bei uns. Das haben wir sehr konzentriert und einfach die Mut von Frischenheim nach 10 Minuten weggenommen und dann macht das auch für uns selber viel leichter. Ja, Uwe, du bist jetzt 25% der Saison ist gespielt. Du bist jetzt ein paar Monate in Göppingen. Ich finde, Daniel und du, ihr seid ein bockstarkes Torwart-Trio, sage ich schon, Duo natürlich. Und ergänzt euch wirklich spitze. Sag mal, wie hast du dich in Göppingen bisher eingelebt? Wie gefällt es dir in Göppingen? Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Alle Leute sind nett. Und ja, mit Dani, wir sind jung und wir haben einen guten Torwart-Trainer und wir arbeiten jede Woche sehr stark und ich denke, wir können nur oben gehen und das ist gut. Und ja, mit guter Abwehr danach sind auch wir gut und zusammen, wir können viele Dinge machen. Also ich sage jetzt einfach mal, gebt ihm mal einen ganz dicken Applaus für das tolle Deutsch, was er uns hier abliefert. Da gibt es Kameraden, die sind nach 1-2 Jahren noch nicht so gut. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, wenn man so ein Spiel hinter sich hat, bleibt immer die Frage, jetzt geht's weiter. Nächste Woche Bergischer HC,
dann kommt Lemgo. Jetzt könnte man sagen, man will schon ein bisschen den Blick nach oben richten in der Tabelle, oder? Moment. Jetzt sind wir eigentlich auf die gleiche Ausgangspunkt wie letzte Saison. 8-10 Punkte haben wir doch. Ja, 8-10 Punkte, das war genauso letztes Jahr. Jetzt haben wir dann eine Möglichkeit, Sonntag ein schwieriges Auswärtsspiel 2 Punkte wieder zu holen. Und da arbeiten wir dann, haben wir erstmal ein paar Tage frei. Dann arbeiten wir hart daran, wieder eine gute Leistung zu bringen. Torwart, Abwehr, zweite Welle und fokussiert im Angriffsspiel zu spielen. Und dann ist das auch möglich gegen Bergischer. Ich sage, die spielen nicht so stark wie letztes Jahr. Aber das ist kein Selbstläufer. Bergischer auswärts ist immer ein schwieriges Spiel. Und wenn wir das Spiel gewinnen, dann reden wir nochmal, wie es aussieht. Okay, dann reden wir nicht nächste Woche, sondern in 3 Wochen dann nach dem Spiel gegen Lemgo. Ich denke aber, jetzt haben wir genug geredet. Gehen Sie noch ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen und seien Sie bitte in Gedanken bei unserem Youngster, dass das, was sich gerade so jeder befürchtet ein wenig, dass sich das nicht bestätigt und er morgen einen guten Termin beim MRT hat und nichts allzu Schlimmes rauskommt. Wir drücken ihm, unserem Sebastian, auf jeden Fall die Daumen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und sehen uns bestimmt in 3 Wochen dann zum Heimspiel gegen Lemgo. Vielen Dank. Danke, super. Ganz stark. Wie immer. Thank you.